Der Meuselwitzer Aufschwung ist ganz eng mit seinem Namen verknüpft. Florian Hansch, der Mann für die wichtigen Tore. Zuletzt drehte er mit seinem Doppelpack das Spiel gegen Herthas Zweite. Davor entschied er mit dem goldenen Tor das Auswärtsspiel bei Lok Leipzig. Ja, und er kehrte heute zu seinem Ex-Verein Viktoria Berlin zurück. 2018 absolvierte er hier 5 Spiele. Seit kurzem ist er Assistent von Cheftrainer Heiko Weber, den er heute aufgrund einer Erkrankung vertreten musste. Und er sah einen guten Beginn seiner Mannschaft. Das war Amer Kadric. 6 Minuten bis dahin gespielt. Glück für die Gastgeber. 3 Siege in Folge haben den Thüringern neues Selbstbewusstsein verliehen. Die nächste Torchance durch Luis Fischer in der 9. Spielminute. Er mausert sich so langsam zum Stammspieler. 6. Startelfeinsatz. Dann ein Freistoß für den ZFC. Luca Bürger, lang gezogen auf Eckert. So viel fehlte da nicht. Torwart Köstenbauer hätte diesen Ball wohl nicht mehr erreicht. Aber was war mit Viktoria? Trainer Semi Keskin hatte seine Mannschaft auf ein intensiv geführtes Spiel der Gäste eingestellt. Aber wenn sie die Bälle eroberten, dann ging es meist schnell. Enes Kütsch vorbei an Fietz. Und dann steht ihm nur noch Stenzel im Weg. Enes Kütsch zum 3. Mal von Beginn an dabei. Er kommt nach seiner Verletzung immer besser in Fahrt. Die 28. Minute. Meuselwitz verliert den Ball etwas leichtfertig und dann geht es wieder schnell. Und plötzlich sind sie in Überzahl. Harris muss nur noch den Fuß hinhalten. Das Kunststück folgt erst noch. Sein 3. Saisontor bringt Himmelblau in Front. 1:0 für Viktoria durch Phil Harris. 5 Minuten hat er in dieser Spielzeit noch für Dynamo Dresden in der 3. Liga absolviert. Zum 5. Spieltag erfolgte dann sein Wechsel zu Viktoria. Meuselwitz gibt die Zügel jetzt aus der Hand. Der nächste Angriff von Viktoria. Enes Kütsch bedient Harris. Gute Möglichkeit für den Mittelstürmer hier auf 2:0 zu erhöhen. Dann kurz vor der Pause. Eckert auf Bürger. Der geht nicht zum Ball. Zvetinovic dazwischen. Und dann hat er das Auge für Christopher Theissen und es steht 2:0. Viktoria eiskalt, sie nutzen ihre Chancen. Christopher Theissen ist der Torschütze, Saisontor Nummer 3 für ihn. Fabian Reitl rutscht in den Schuss hinein, fälscht ihn leicht nach oben ab, sodass die Fußabwehr von Justin Fietz im Tor der Gäste ohne Wirkung bleibt. Co-Trainer Christian Hanne bedient. Er wird die richtigen Worte zur Pause gefunden haben, denn Meuselwitz kommt schwungvoll aus der Kabine. Das ist Florian Hansch. Gunte etwas orientierungslos. Und da ist Fischer. Das war die Gelegenheit, hier auf 1:2 zu verkürzen. Toglo ist im letzten Moment noch dazwischen und kann klären. Die 62. Minute. Meuselwitz setzt energisch nach. Stenzel auf Trübenbach und da springt ihm der Ball etwas zu weit vom Fuß. Dadurch hat er keine gute Schussposition mehr. Andi Trübenbach mit 5 Toren, der Topscorer der Gäste. Nur eine Minute später, Freistoß Meuselwitz. Miatke möchte ausführen, Theissen behindert ihn, wird angeschossen. Dann pfeift Schiedsrichter Dallmann die Szene ab, hat die Nase voll vom Spielchen und zückt gelb-rot für Theissen. Der hatte zuvor schon gelb gesehen, hätte sich etwas zurücknehmen müssen in dieser Szene. Der Platzverweis sicherlich unnötig. Meuselwitz jetzt für eine knappe halbe Stunde in Überzahl. Da ist wieder Florian Hansch auf Schätzle. Der war noch nicht lange auf dem Platz, verpasst hier nur denkbar knapp die Möglichkeit auf 1:2 zu verkürzen. Die Mannschaft von Christian Hanne tat sich allerdings schwer, spielte die Überzahl nicht gut aus. Die 85. Minute, das ist wieder Schätzle, verliert den Ball, da ist Hansch und da ist der Anschlusstreffer. Aber der wird sofort von Schiedsrichter Dallmann einkassiert, eine Abseitsstellung wurde erkannt. Heftige Proteste der Meuselwitzer. Beim Abspiel von Reda ist Schätzle nicht im Abseits. Jetzt läuft rechts Hansch ins Abseits, aber der Ball kommt vom Gegner, von Batscher. Und beim Querpass von Hansch
alles sauber. Der Treffer hätte also zählen müssen. Ja, wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre. 5 Minuten plus Nachspielzeit, noch in Überzahl. Das alles bleibt hypothetisch. Viktoria erringt seinen 2. Heimsieg, bleibt zum 4. Mal in Folge ungeschlagen und... Ja, wir haben jetzt das 3. Spiel zu 0 gespielt. Ist auch, denke ich, sieht man da, dass wir Fortschritte machen. Mittlerweile merkt man, dass die tägliche Arbeit, die wir da reinstecken, dass sich irgendwann auch auszahlt. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, können wir in der Rückrunde auch noch mehr Siege einfahren. Wir wollen halt weiter uns entwickeln, wir wollen besser werden. Wir wissen halt, wie von wo wir jetzt kommen, wie die Pechsträhne uns so ein bisschen auch verfolgt hat in den letzten Monaten. Jetzt haben wir eine gute Struktur hinbekommen. Wir wollen jetzt diese Leistung natürlich immer wieder bestätigen und an diese 100%-Marke immer wieder rankommen. Und ich glaube, dann kann jedes Spiel eigentlich ein heißer Tanz werden. Ein heißer Tanz erwartet Viktoria Berlin sicherlich schon im nächsten Auswärtsspiel beim BRK. Wenn jeder Zweikampf abgepfiffen wird, ist das sehr, sehr schwer, irgendwie ein Spiel zu finden, auch mal noch mehr Umschaltmöglichkeiten zu gewinnen, weil das ist unser Spiel, Ballerkämpfen, Umschalten. Aber wenn das jedes Mal unterbrochen wird, ein klares Tor nicht gegeben wird, der Schiri das dann auch zugibt, dann ist das schwer zu schlucken. Ist immer ärgerlich, wenn du bei einem Auswärtsspiel ausgekontert wirst und dem Gegner dann auch noch kurz vor der Halbzeit noch mal ein zweites mehr oder weniger hinlegst. Das müssen wir uns angreifen lassen. Das ist auch das größere Übel heute, dass wir es dem Gegner sehr einfach gemacht haben, das Spiel zu gewinnen und unsere Chancen oder unsere Möglichkeiten nicht so gut genutzt haben wie die letzten Wochen. Meuselwitz verpasst es, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen und bleibt nur über dem Strich, weil Lichtenberg im Parallelspiel verliert.